Es ist 1973. Feuerwerk erhellt den Himmel, als England und Irland ihren Beitritt zur EU feiern. In den USA verstrickt sich US-Präsident Richard Nixon immer tiefer in den Watergate-Skandal. In England erzwingt die Ölkrise eine Rationierung des Benzins. Und Stromsparen wird zur ersten Bürgerpflicht. Ein denkbar schlechter Zeitpunkt, um mit der Herstellung elektrischer Heizgeräte zu beginnen. Doch in Newry, County Down, entsteht ein neuer Betrieb zu eben diesem Zweck. Die Firma heißt Glen Electric und ihr ehrgeiziger Businessplan sieht vor, innerhalb von 3 Jahren 100 Mitarbeiter einzustellen und einen Umsatz von 1 Million Pfund zu erwirtschaften. Das erste Produkt, das hergestellt wird, ist ein Ölradiator. Die Auslieferung beginnt im November 1973. Glen Electric ist auf dem besten Weg, einen Traum wahrzumachen. Im Jahre 1975, Harold Wilson ist Premierminister, befindet sich Großbritannien in tiefer Rezession. Vor diesem düsteren wirtschaftlichen Hintergrund verdoppelt Glen die Produktionskapazität. 1977. Die Fans brechen bei der Nachricht vom Tode Elvis Presleys, des King of Rock'n'Roll, in Tränen aus. Gleichzeitig vollzieht Glen die wahrscheinlich wichtigste Firmenübernahme seiner Geschichte. Lange bevor die Wall Street den Begriff des Leveraged Buyout prägt, kauft Glen die Firma Dimplex, ein Unternehmen, das 8-mal größer als Glen selbst ist. Gegründet im Jahre 1949 ist Dimplex der weltweit führende Name in der Elektroheizungsindustrie. Damit ist Glen Dimplex geboren. Heute ist Glen Dimplex UK der Marktführer. Mit 9 Büros in Southampton und mehr als 300 Produkten für den Heizungsbedarf im privaten und gewerblichen Bereich. Während die 70er in England im wirtschaftlichen Chaos zu Ende gehen, wird Margaret Thatcher Premierministerin. Glen Dimplex expandiert unterdessen weiter. Bytec Engineering wird gegründet und nimmt die Produktion in Dunmere, Irland auf. 1982. Helmut Kohl wird Bundeskanzler der BRD. Der Umsatz der Unternehmensgruppe überschreitet 50 Millionen Euro. 1984 gewinnt Seve Ballesteros in St. Andrews zum 2. Mal die British Open. Glen rüstet sich derweil für das Jahr 1985, in das der Aufkauf von 3 berühmten Firmen fällt. Morphy Richards, Blanella und Burko Dean. Der Umsatz der Firmengruppe liegt jetzt bei über 150 Millionen Euro. Morphy Richards, gegründet 1936, ist die führende Kleingerätemarke in Großbritannien. Mit ständigen Produktinnovationen und aufregenden Designs setzt sie immer wieder neue Trends. Blanella stellt jährlich über 500.000 elektrische Heizdecken her. Burko Dean fertigt außer den berühmten Burko-Heizkesseln auch Gasheizungen und zentrale Heizkessel. Gegen Ende der 80er tritt Europa in eine Periode grundlegender Veränderungen ein. Die Berliner Mauer fällt und George Bush und Michail Gorbatschow signalisieren das Ende des Kalten Krieges. Der Umsatz der Firmengruppe übersteigt jetzt 250 Millionen Euro. 1990 kauft Glen Dimplex die Firma KKW, das deutsche Elektroheizungsgeschäft von Siemens, das strategisch günstig mitten im wiedervereinigten Deutschland liegt. 1992 kauft Glen Dimplex die Firma Belling, ein in Großbritannien führendes Unternehmen auf dem Küchenherdsektor. Belling gehört seit langem zu den großen britischen Markennamen und steht für modernste Herde im Privathaushalt. In den USA wird Bill Clinton zum Präsidenten gewählt. Der Umsatz der Firmengruppe liegt nun bei mehr als 500 Millionen Euro. Glen Dimplex wird 1995 erneut aktiv und kauft 2 Unternehmen. Ayo, einen deutschen Hersteller von Staubsaugern, und Seago Technologies, einen Hersteller von elektrischen Heizgeräten mit Sitz in Nordirland. Der Umsatz der Firmengruppe übersteigt nun 750 Millionen Euro. 1996 stirbt mit François Mitterrand, dem französischen Staatspräsidenten, einer der wichtigsten Staatsmänner Europas nach dem Krieg. In Frankreich schließen sich Glen Dimplex und Muller zusammen.
Muller ist Marktführer in Frankreich und fertigt eine breite Produktpalette von Elektro- und Gasheizgeräten, sowohl für private Verbraucher als auch für industrielle Anwender, mit hochwertigen Markennamen wie zum Beispiel Noirot, Erelec, Campa, Aplimo und Auer in Frankreich sowie Convectair in Kanada. 1998 ist ein bedeutendes Jahr. Und in Frankreich wird mit Glen Simplex France ein neues Unternehmen errichtet. Es ist 1999. In Südafrika tritt Nelson Mandela vom Amt des Präsidenten zurück. In Deutschland erwirbt Glen Simplex mit EWT und ACO zwei führende Firmen auf dem Gebiet tragbarer Heizgeräte. Diese Firmen werden mit AIO zu Glen Simplex Deutschland zusammengelegt, einem der führenden Lieferanten für den Einzelhandel und den Heimwerkerbereich. Mit dem zu Ende gehenden 20. Jahrhundert steigert die Firmengruppe ihren Umsatz auf mehr als 1 Milliarde Euro. Glen Simplex beginnt das neue Jahrtausend mit der Gründung von drei neuen Vertriebsgesellschaften. Glen Simplex Italia, Glen Simplex España und Glen Simplex Polska. In Asien gründet die Firmengruppe mit Glen Simplex Hongkong eine neue Einkaufsgesellschaft, um den bestehenden Konkurrenzvorteil zu erhalten. In Großbritannien erwirbt Glen Simplex die Firmen Stoves und New World, zwei Markenanbieter im Bereich Küchenherde, die bei Design und Innovation einen hervorragenden Ruf genießen. Die Firmen fusionieren mit Belling zu Glen Simplex Cooking, dem in Großbritannien und Irland führenden Unternehmen für Küchenherde. Im Jahre 2002 kommt die neue europäische Währung in Umlauf, der Euro. Weltweit erleben die Finanzmärkte eine Talfahrt, doch Glen Simplex setzt seinen Erfolgskurs mit drei entscheidenden Entwicklungen fort. In Irland kauft die Gruppe die langjährigen Vertriebspartner Dimco und Brownbrook. Und in Norwegen findet mit der Übernahme von Nobe, dem in den nordischen Ländern führenden Anbieter von elektrischen Heizgeräten, der erste Firmenaufkauf durch Glen Simplex in Skandinavien statt. In einer wichtigen strategischen Entscheidung wendet sich Glen Simplex dem schnell wachsenden chinesischen Markt zu. Das Ergebnis ist die Shenyang Simplex Electronics, ein Joint Venture zur Herstellung von Speicherheizgeräten. Die Partner der Gruppe bei diesem Joint Venture sind Liaoning Power Development Company, Teil des Elektrizitätsversorgers der Liaoning Provinz, und Shenyang Huali, ein führender Hersteller von Schaltgeräten für die chinesische Elektroindustrie. Heute ist Glen Simplex der weltgrößte Hersteller von Elektroheizgeräten und einer der weltweit führenden Lieferanten von Haushaltsgeräten. Der Umsatz der Firmengruppe, zu dem 8000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt beitragen, liegt bei mehr als 1,5 Milliarden Euro. Fortlaufende Innovationen und Produktentwicklungen garantieren dem Kunden, dass er von höchsten Standards in Qualität, Sicherheit, Effizienz und Design profitiert und die besten Produkte erhält, die mit modernster Technologie und neuesten Materialien herzustellen sind. Unser starkes Engagement in Forschung und Entwicklung mit über 500 Mitarbeitern entspricht einem zentralen Grundsatz unserer Firmenphilosophie. Gleichzeitig setzt Glen Simplex neue Maßstäbe in der Kundenbetreuung. Seit seiner Gründung hat Glen Simplex bedeutende Marken erworben und in ihre Entwicklung investiert, um ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Dieses Wachstum wurde aus eigenen Mitteln finanziert und so befindet sich Glen Simplex noch heute in privatem Besitz. Glen Simplex unterhält einen weltweiten Verbund eigenständiger Tochterunternehmen. Jedes einzelne Unternehmen operiert autonom und fördert innovatives und unternehmerisches Denken der eigenen Mitarbeiter. Im Gegenzug achtet Glen Simplex von seinem Stammhaus in Irland aus auf das weltweite Ergebnis des Gesamtkonzerns und schafft so die finanzielle Basis für weitere Investitionen und eine erfolgreiche Zukunft.